Hallo Leute und willkommen zurück zu Embers Airline. Weiter geht's mit Level 14. Halte Elise Nachwuchs davon ab, Chaos anzurichten. Ach süß. Sehen wir dann jetzt mal ihre Kinder. Sie hatte doch mehrere, oder? Ich meine schon. Oh, niedlich. Ember, du musst mir einen Gefallen tun. Ich glaube, dass ich schon so eine Idee habe, warum du mich bitten willst. Ja, sie stellen schon ein wenig einen Wink mit dem Zaunfall dar, nicht wahr? Soll ich während meiner Schicht heute auf sie aufpassen? Oh ja, bitte. Ich werde bald wieder zurück sein. Ihr beiden benehmt euch jetzt. Hört auf Ember, verstanden? Die machen doch bestimmt Chaos hier, oder? Dein Job ist ja cool. Wie ein Pilot und ein Polizist in einem. Pilotin und Polizistin. Ja, wie viele Länder hast du schon gesehen? In wie vielen Flugzeugen warst du schon? Sie sind ja so riesig. Warum können die überhaupt fliegen? Warum kann ich nicht fliegen? Oh oh. Komm sofort wieder da runter, du Irrer. Sie fliegt nicht um die Welt, so wie Mama. Sie gehört zum Flughafen. Tut mir leid, er weiß nicht, dass du in einer anderen Abteilung als meine Mama arbeitest. Du bist schon ziemlich clever für dein Alter. Du hast recht, anders als deine Mutter bin ich keine Flugbegleiterin. Das ist schon okay. Echt, ich wünschte, meine Mama würde auch in Snuggford bleiben, aber sie ist immer unterwegs. Sie fehlt dir bestimmt, wenn sie weg ist, aber du weißt ja bestimmt, dass sie einen ganz wichtigen Job hat. Okay, seid ihr beide bereit, Teil des Sicherheitsteams zu werden? Ihr müsst knallhart aussehen. Perfekt, machen wir uns an die Arbeit. Ach, wie süß, ich hätte gerne noch gewusst, wie die beiden heißen. Vielleicht erfahren wir das noch und wenn nicht, dann eben nicht. So, ich kaufe diese wunderschöne Tischplatte Melm. Immer her damit und los geht's. Halte Elise Nachwuchs davon ab, ja, Chaos anzurichten. Das war so klar, ne? Aber gut, dich schicke ich dahin und dann bringe ich dir das hier und einmal die Tüte, bitte sehr. Wo kann ich eigentlich die... Ach nee, die Tüten muss ich gar nicht wieder auffüllen. Okay, hat sich das erledigt. Also ab durch die Sicherheitskontrolle mit dir. Dann schicke ich dich hier hin. Du kommst hier unten zum Scanner. Bin ich mal gespannt, was die beiden da für Chaos gleich machen werden. So, und das nehmen wir auch mit. Haben die immer die gleichen Sachen dabei? Es kommt mir ein bisschen so vor. Aber okay. So, ey, ich halte dich davon ab, mein Lieber. Wie auch immer du heißt. So, dreimal möchten die hier noch Chaos anrichten, okay. Und für dich einmal die Handschuhe. Da musste ich klicken, genau. So, du gehst hier hin. Und ich komme zu dir. Und dann kommst du hier in den... Hallo, in den Scanner, mein Lieber. Da kommt auch schon der Nächste, der sein Kram im Müll ablegen darf. Oh, hallo Karl. Und dann kommst du nochmal hier hin. Oh, Moment, mein lieber Junge. Bloß weg mit dir. Also, ach ja, stimmt, das hier war... Das hier war das. So, und so. Das passt sehr gut. Ihr seid 1, 2, 3, 4. Das bedeutet, ich werde gleich erst kassieren. 1, 2 davon für dich. So, dann pack mal da deine Klamotten zusammen. Dann können wir nämlich jetzt abkassieren. Dann gehst du hier hin. Du kannst ins Zirkel einmal gehen. Awesome. Und wir haben schon den ersten Stern. Ach, schön. So, dann kommst du natürlich auch nochmal in den Scanner. So, dann könnt ihr beide da warten. Ich fülle direkt nochmal ein bisschen auf. Das ist immer nur der Junge, der hier Mist macht, ne? Das Mädel steht da so. So, bei dir durchleuchten werde ich mal ein bisschen mit der Taschenlampe. Auch sehr sinnvoll. So, aber in den Scanner mit dir. Und dann anschließend nochmal auf diese Fußkontrolle. Ich weiß es nicht. So, du gehst hier in 1, 2, 3, 4. Und auch nochmal den Scanner. Gleich macht der Junge wieder Mist. Ich sehe es schon kommen. Und das Mädel steht da so voll lieb und andächtig, weißt du, mit den Händen so. Ach ja, ich wusste es. Der macht ja schon wieder Quatsch, der Kleine, ne? Hau bloß ab hier. Hey, das haben wir geschafft. Okay, dann komme ich zu dir. Wir haben den Schal, wir haben die Kopfhörer und den Gürtel. Und ihr seid zu fünft, dann kassiere ich. Awesome. Awesome.
So, dritten Stern haben wir auch. Und nochmal auf den Fußgänger. Und mit den Handschuhen werde ich dich abtasten, mein Lieber. So, alles gut, keine Waffen dabei. Wunderbar. Na, ein oder zwei Leute kommen noch bestimmt noch, oder? Nee, jetzt ist Schichtende. Ach, einer kommt noch, okay. Ja, du musst einen Moment warten, bis der Scanner hier wieder frei ist. Na, gucken wir mal. Nee, die haben doch nicht immer die gleichen Sachen dabei. Was sind das? Batterien? Sind Batterien echt verboten im Flugzeug? Wahrscheinlich ja, ne? Ja, doch, wahrscheinlich stimmt das. Weil, keine Ahnung, man mit der Flüssigkeit, die da drin ist, vielleicht eine Bombe bauen könnte. Oder ich weiß. Amazing! Amazing! So, hast du gut gemacht, Amber. Du warst ein toller Babysitter. Hey, ihr beiden seid ein ziemlich gutes Team. Hattet ihr Spaß? Ja, es war mega toll. Hey, was ist das an deinem Handgelenk? Warum spielst du andauernd damit? Das ist ein Armband. Es erinnert mich an meine Vergangenheit und an jemanden. Noah. Jetzt lasst uns aber eure Mutter suchen. Mir ist das mit dem Armband noch nicht mal aufgefallen. Hey, warum plündert ihr beiden nicht den Snackautomat und ich helfe kurz eurer Mutter? Okay. Hey, Elise, ich weiß, dass es mich ja nichts angeht, aber... Beruhigungspillen? Ja, ich weiß ja. Ich sollte nicht zu viele davon nehmen. Es liegt an dir, Elise. Aber als deine Freundin denke ich, dass du deine Dosis wirklich senken solltest. Aber nur so überstehe ich den Tag. Erzähl bitte niemandem davon, sonst werfen sie mich aus dem Flugbegleiterprogramm. Oh, medikamentensüchtig. Mami, Mami! Danke, Amber, dafür, dass du auf diese kleinen Monster aufgepasst hast und für deinen guten Rat. Oh, und die beiden waren voll traurig, dass die Mama so selten zu Hause ist. So, neues Minispiel Leibesvisitation. Uhu, das werden wir ja gleich kennenlernen. Jetzt möchte ich erstmal wissen, was machen wir hier? Der Scanner funktioniert nicht richtig. Okay. Bedeutet wahrscheinlich, wir müssen ihn ja immer wieder reparieren, ne? Würde ich mal so sagen. Also, mein Lieber, hier hin. Dann bekommst du zwei rote Boxen, die ich auch direkt nochmal auffüllen werde. So, dann kommst du hier in den Scanner. Welcher Scanner denn? Dieser hier? Ah, der hier. Ne, Moment, ist das... Ne, der hier ist das, ne? Okay. Ich dachte gerade, es ist vielleicht doch der da unten. Ich hab dich doch schon dahin geschickt. So, mein Lieber, was hast du für verbotene Dinge dabei? Ein Deo, eine Batterie und was war das andere? Seifenspender? Okay. So, dann kommst du hier hin. Und dann kommst du nochmal zum Fußscanner. Ich hoffe, ich kann dann gleich mal die Leibesvisitation machen. Aber ich glaube, das geht dann erst im normalen Level, ne? Nicht in einer Herausforderung. So, Scanner wieder komplett. Dann kannst du auch direkt reingehen. Sie muss dann einen Moment warten. Ach Mist, sie muss noch auf die Platte. Ja, okay, hier. Aber auf die Platte mit dir. Dann durchleuchte ich dich einfach mal. So, du kommst hier hin, du kommst auf die Platte. Dann mache ich erstmal hier weiter. Oh, was ist das denn? Ach, das ist wahrscheinlich... Moment, ist das jetzt das Minispiel? Hallo, reparier das mal. Sehr schön. Ist das jetzt... Ah, nee, das ist das da oben? Was ist das? Muss das aufgeladen werden? Sieht aus wie ein Taser oder so. Keine Ahnung. So, Moment, das ist erstmal für dich. Du gehst hier hin. Halte den Knopf gedrückt. Ach so, das ist hier Magnet. Ja, Magnetfeld, Stärke, das Gerät. Okay. iPod hat sie dabei, Feuerzeug hat sie dabei und was anderes, eine Kamera. Ich sollte vielleicht auch mal kassieren, damit sie ein bisschen vorangeht mit der Punktzahl. So, und hier, du dahin, dann mache ich... Hallo, ich habe dich dahin geschickt. Ich habe auch hier schon längst repariert. Kannst du dahin und ich komme zu dir. So, du musst nochmal auf die Fußmatte. Du gehst hier hin und ich schnappe mir die Handschuhe. Wildes rumklicken und einmal Kiste und Tüte. Oh, sie hat... Das geht dann nicht. Nicht mal... Hallo, ich klicke das an. Nicht mal, das funktioniert dann und ich habe es dann auch nicht mehr im Inventar. Auch wenn ich das vorher genommen habe.
Ja, okay. Cool. So, ein Diamant haben wir schon mal. Du bist jetzt fertig, dann kann direkt die nächste dahin. Und ich komme mit meiner Taschenlampe. Du gehst zum Müll und ich fülle da oben auf. Ah, sie hat leider auch keine goldenen Herzen. Okay, dann kassieren wir eben. Cool. So, mach doch was, Ember. Ich klicke doch. Wahrscheinlich falsch, ne? Also, mein Lieber, du hast eine Schlafmaske. Das war jetzt ein bisschen blöd. Ich hoffe, es passt trotzdem noch. Und noch das Portemonnaie dazu. Ja, toll. Jetzt wollen natürlich alle hier rein, ne? Dann kommst du mal zuerst. Dann bist du gleich auch fertig. Dann kommst du als Nächster. Und du möchtest 100 pro noch auf das Fußdingen. Ja, war klar. Das war klar. Ich brauche das hier. Ah, das ist zum Glück relativ schnell fertig. Nimm es doch bitte mit. Das wäre ganz toll, liebe Ember. So, was hast du dabei? Feuerzeug, Handy und Uhr. Okay, reparier doch mal, Ember. Ich glaube, ich klicke mal zu weit oben, ne? Ich glaube, das ist mein Problem. Ich klicke mal hier, anstatt tatsächlich hier auf dieses Scannerlaufband. So, dann haben wir Kiste und Tüte und du gehst auf die Fußmatte. Oh, schaffen wir das noch? Huiuiui, das sehe ich ja jetzt erst. Aber gut, wenn wir die hier gleich alle kassiert haben. Hallo, du dahin. Sollte das hoffentlich hinhauen. So, dann machen wir erstmal hier den Scanner wieder fertig. Was hast du denn so Verbotenes dabei? Ach, das ist ein Feuerzeug und keine Batterie. Na egal, komm. Erstmal kassieren. Diamant Nummer 2. Doch, dann bekommen wir auch den dritten. Oder? Weil eine Person kommt doch jetzt bestimmt noch. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Komm, wir reparieren das nochmal. Nicht, dass das irgendwie nachher Auswirkungen hat. Kriegen wir das durch sie? Nein! Leute, nicht gepackt. Ach, schade. Aber gut, ja, muss es auch geben. Weiter geht's mit Level 15. Stelle die zweite Plattform auf. Guten Morgen. Es geht jetzt also nach New York City. Ich hoffe doch sehr, dass mir jemand ein paar Bagels mitbringt. Ich würde ja eine Pizza bestellen, aber die übersteht den Flug nicht so gut. Geht klar, Hank. Schließlich gibt es dort ziemlich leckere Bagels. Oh nein, ich habe meinen Schirm vergessen. Was, wenn es regnet? Es regnet immer, wenn ich dort bin. In dieser Jahreszeit hole ich mir bestimmt eine Erkältung oder vielleicht auch die Grippe. Ach, jetzt mal ganz mit der Ruhe. Hier passiert schon nichts. Außerdem kannst du dir dort einfach einen Schirm kaufen. Die Nummer 1, Reiseregel. Kaufe es vor Ort. Reise immer mit leichtem Gepäck. Aber was, wenn... Oh, genug gejammert. Was ist jetzt mit ihm? Was hat er denn? Der Hank, ne? Ich finde das immer so süß, wie der läuft. Ich weiß auch nicht. So, 300. Das bringt uns nicht viel. Und hier ist die zweite Plattform. Okay, dann mache ich mich da doch direkt mal an die Arbeit. Und dir bringe ich zwei Kisten. Kann ich direkt mal auf dem Rückweg wieder auffüllen und dann gehe ich wieder nach unten. So, du musst jetzt ein bisschen warten da oben. Wann bekomme ich eigentlich mal so einen zweiten Scanner? Das wäre ja richtig cool, oder? Jetzt habe ich schon mal die zweite Plattform. Aber wenigstens ging das jetzt relativ schnell. So, dann kommst du hier unten hin. Dann mache ich das hier fertig. Du gehst in der Zwischenzeit hier hin. Dann nehme ich das mit, bring dir mal eben fix die Kisten und ich habe es nicht mitgenommen. Warum auch immer, schaffe ich das noch? Nein, ich weiß nicht, ob ich es geschafft habe. Was hast du dabei? Nur ein Handy. Okay, so, dich stelle ich hier. Ja. Ich sollte auch einfach immer darauf achten, ob die Hand zu sehen ist. Das wäre ganz gut, ob sie die Hand heben. So, das ist für dich. Für dich ist der Scanner hier unten. Und danach nochmal auf die Fußmatte und du kommst in den Scanner. Hallo Karl. Hat das jetzt wieder nicht... Was ist denn wieder los? Was ist denn heute wieder los? Warum klicke ich denn wieder so falsch? So, ihr seid zu fünft. Das bedeutet kassieren. Awesome. Da flattern die Punkte rein. Also ich denke, hier werden wir es jetzt aber wohl wieder schaffen mit den drei Sternen. Also wir haben einmal Passport, also Reisepass, wir haben einmal absolute Blödheit, wir haben einmal einen Gürtel und wir haben einmal ein Herz. Oh wow, wie großartig.
So, dann hier unten hin. Und der nächste kommt hier rein. Ich schnappe mir die Taschenlampe. Könnte gleich mal eben hier oben auffüllen. So, dann einmal die Handschuhe. Sie hat leider nur rote Herzen. Schade, schade. Deshalb werde ich jetzt direkt mal kassieren. Wenn er gerade da mitgeht, haben wir wenigstens eine Dreier-Kombo. Warum nehme ich drei Kisten mit? Ich weiß es nicht. Vielleicht, damit ich danach noch mehr auffüllen kann. Ich möchte einen zweiten Scanner. Leute, ist doch blöd so. So, aber auf die Fußmatte. Du hier hin. Und einmal diesen Scanner für die Leibesvisitation. Oh, er ist zum Glück fertig. Geht mit goldenen Herzen nach Hause. So, mein Lieber, was hast du in den Taschen? Schlüssel? Okay, das war's. Gut, du gehst nach oben. Und Kiste und Tüte, meine Liebe. Du gehst zum Müll und sie muss bestimmt noch in den Scanner, oder? Ja, war doch klar. So, jetzt ist sie fertig. Jetzt kannst du ran. Und danach nochmal auf die Fußmatte. Du kommst hier hin und ich schnapp mir die Handschuhe. Ach, ich hätte jetzt auch kurz warten können. Ja, egal. Macht ja nichts. So, ihr seid dazu fünft, aber ich möchte gerade trotzdem noch nicht kassieren. Also, was hast du dabei, mein Lieber? Ein Feuerzeug. Und das hat er im Ärmel versteckt, bitte was? Naja, okay. So, Stern Nummer 2 haben wir auch. Sehr gut. Und Stern Nummer 3 auch bald. So, du hierhin. Ja, genau. Du, genau. Blondchen da oben. Das nehmen wir mit für dich. Und was hast du da oben in der Brusttasche? Schlüssel oder was? Dann kommst du hier rein. So, ich hoffe, wir kriegen es hin. Er braucht jetzt noch hier die Fußmatte. Yay, golden! Und? Juhu, geschafft! Sehr schön! Oh mein Gott, ich bin zu spät! Hey, ich muss das überprüfen. Das ist nur mein Nagelknipser. Ich hatte vergessen, ihn herauszunehmen. Schau, Ember, ich bin viel zu spät dran. Ich muss mich wirklich beeilen. Hey, ich muss trotzdem deine Tasche prüfen, Pamela. Das sind die Vorschriften. Ember, ich habe wirklich keine Zeit dafür. Kannst du nicht dieses eine Mal ein Auge zudrücken? Ich könnte meinen Job verlieren, Pamela. Bitte, mit Sahnehäubchen? Tu's nicht. In Ordnung, aber nur dieses eine Mal. Geh schon. Na, ob das so gut war? Hoffentlich bekomme ich deswegen keinen Ärger. Oh ja, hoffentlich. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass sie die Pamela da echt so durchlässt. Aber gut. Level 16. Bedienen in einer Minute 10 Passagiere. Sollte doch machbar sein, oder? Je nachdem, wie viele kommen. Wie er läuft. Wie läuft es hier, Ember? Gefällt dir deine Arbeit im Sicherheitsbereich? Ich bin zwar irgendwie dein Chef oder so ähnlich, aber du kannst mir ruhig die Wahrheit sagen. Also, ich treffe natürlich unglaublich gern neue Leute und ich bin auch sehr dankbar für diese Chance. Aber? Aber ich könnte jetzt um die Welt fliegen, wenn ich während der Prüfung nicht diesen blöden Fehler gemacht hätte. Fehler sind nicht blöd. Sie erlauben uns, zu wachsen und uns weiterzuentwickeln. Du wirst nächstes Jahr die Prüfung bestehen. Da bin ich mir ganz sicher. Kommst aus Snackford, oder? Ja, es ist recht ruhig dort, aber es gefällt mir. Das ist auch meine Heimatstadt. Was für ein Zufall. Und mir gefällt es dort auch. Viele nette Leute. Das wusste ich gar nicht. Dann waren wir bestimmt auch auf derselben Schule. Gibt es da nur eine Schule und wie kommt sie darauf? Ich würde jetzt sagen, sie ist Anfang 20, eher fast schon 60. Na egal. Vielleicht hatten wir sogar dieselben Lehrer. Was zur Hölle, der sieht aus wie 60. Nun ja, angesichts meines Alters würde ich das eher bezweifeln, ich auch. Ich glaube, dass einige von deinen Lehrern zusammen mit mir die Schulbank gedrückt haben. Mrs. Everly zum Beispiel. Kennen wir den Namen nicht? Everly, Everly. Ich weiß es gerade nicht. Oh ja, sie war großartig. Hat jemand Hank gesehen? Anscheinend ruft die Pflicht. Wieder immer wegwatschelt. Das ist ja fast schon ein Watscheln. So, 600. Ich kaufe aber erstmal diese wundervolle digitale Plattform. Und das war's. Wir haben jetzt blaue Kisten.
Okay, also wenn genug Passagiere kommen, dann sollte ich das doch hinbekommen, oder? Zählt das denn? Nee, okay, das zählt nicht als Bedienen. Doch, das zählt als Bedienen. Ach, super. Das hier jetzt auch, wenn ich dich da nochmal reinschicke. Moment, du da unten hin, du zwei Kisten. Aber wie gesagt, wenn genug Leute kommen, ist das eigentlich hoch kein Ding. Na, komm schon, eins, zwei. So, dann bist du soweit fertig. Dann gehst du hier hin, du kommst dahin. Nein, du, der nette Mann mit der Brille. So, was haben wir denn? Wir haben Reisepass, Schlafbrille, Portemonnaie und Gürtel. Zählt das jetzt auch? Mal eben gucken. Ah, okay, das hat auch gezählt. Ja, super. Das ist doch großartig. Dann bringe ich dir eben das. Du kommst hier hin und dann müsste ich es ja gleich schon haben. Rote Kiste und Tüte für dich. Direkt mal eben oben wieder auffüllen. Und du gehst zum Müll. So, dann gehst du hier hin und dann haben wir es doch jetzt gleich. Yay, sehr schön. Wo möchtest du hin? Wahrscheinlich hier hin, oder? Nee, möchtest du nicht. Das ist ja toll jetzt. Wollte sie doch. Sie wollte doch dahin und ich habe nicht richtig geklickt. Ach, Manu. Da können wir bei ihr wohl nicht mehr auf goldene Herzen hoffen. Hallo, Karl. So, du gehst hier hin. Apropos goldene Herzen. Vielleicht wäre Kassierer ja nicht schlecht. Awesome. Awesome. Boah, das war doch jetzt eine 7er-Kombo, oder? Warum bekomme ich trotzdem nur Awesome? Gedacht, es kommt irgendwas anderes Cooles. Irgendwas Individuelles. Oh, Regenschirm, jetzt kommen die großen Sachen. Was, Individuelles, wie bei Angela. Immer dieses Fabulous. Oder was gab's denn noch? Was gab's denn bei Sally noch? War da nicht auch irgendwas? Amazing gab's auch immer, aber das hatten wir hier. Nee, Moment. Doch, Amazing haben wir hier. War das bei dem Sally-Teil? Ich glaube, ja. Amazing. Bei den Emily-Teilen gab's, glaube ich, gar nichts. So, du kannst gleich nochmal unten auf die Fußmatte, bitteschön. Was kann ich für dich tun? Einmal den Metalldetektor. Du gehst zum Müll. Geil, ey, die einfach mal so zum Müll schicken. So, hier, sortier mal deine Sachen selber aus. Von dem, was du meinst, was du nicht mitnehmen darfst. So, hier hin. Obwohl, nee, stimmt, boah, jetzt erinnere ich mich, als ich das letzte Mal geflogen bin. Das ist jetzt, gut. 2 Jahre her, glaube ich. Stimmt. Da war auch so eine große Kiste voll, wo man seinen ganzen Kram reinschmeißen konnte. Stimmt. Also das konnte man auch selber machen. Getränke und so. Was auch so ein Unsinn ist, finde ich. Also, du kannst da keine Getränke, keine Flüssigkeiten mit reinnehmen. Du kannst aber sofort, wenn du ja durch diese Sicherheitskontrolle bist, kannst du dir ja trotzdem wieder Getränke kaufen. Also, keine Ahnung. Es kann doch jetzt auch sein, dass ich irgendwie ein Pulver dabei habe, was nicht gefährlich ist, was sie durchwinken, was aber, ja, keine Ahnung, was das sein soll, mir fällt gerade nichts ein, was ich aber dann einfach nur in Flüssigkeit auflösen muss. Keine Ahnung, ob das irgendwie gerade realistisch ist, aber ich finde das, ja, keine Ahnung, so unsinnig. Die könnten doch einfach irgendwie einen Test oder so machen, ob die Flüssigkeit zum Beispiel wirklich Wasser ist. Wäre das nicht sinnvoller? Also weiß ich nicht, dass Wasser halt erlaubt ist. Es geht ja nicht mal darum, dass du im Flugzeug keine mitgebrachten Sachen trinken darfst. Das ist es ja nicht, weil du darfst ja später was kaufen und auch mit reinnehmen. Es geht ja nur darum, dass diese Flüssigkeiten halt gefährlich sein könnten. Dann schmeißt man die lieber weg, anstatt einfach zu sagen, okay, wir machen einen Test, ist da Wasser oder ist es kein Wasser. Das kann man auch wahrscheinlich einfach mit, keine Ahnung, pH-Wertkontrolle oder so feststellen. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung von Flugsicherheit. Gerade einfach nur so meine blöden Gedanken zum Ende dieser Folge. Wer klingelt denn da? Die Nachbarn bestimmt. Oh, David. Überraschung, Popcorn und Filmabend. Ah, das ist so schön. Das haben wir schon seit Ewigkeit nicht mehr gemacht. Das ist so toll, genau was ich brauchte. Der Filmabend wurde hiermit offiziell wieder ins Programm aufgenommen. Oh,
Leute, ich habe eine neue Story-Theorie. Och, ist er süß. Ist er niedlich. So hübsch, sogar wenn du schläfst. Es ist nicht fair. Oh. Och, er schreibt ihr eine Nachricht. Schlaf gut, Amber. Danke, David. Oder doch nicht? Doch, ich glaube, er hat ihr bestimmt sowas geschrieben, ne? Oh, süß. Süß! Also, ich vermute, der Typ war tatsächlich immer nur ein Freund. Die kennt sich aus der Kindheit, der kennt die ganze Geschichte mit Noah. Und ich habe ja am Anfang vermutet, dass Amber sich da so ein bisschen in den Pilot verliebt. Aber ich glaube, wenn das so wäre, dann wäre längst schon mal so eine Anspielung auf so eine Romanze gekommen oder dass sie ihn irgendwie toll findet. Ich glaube, zwischen Amber und dem Pilot wird es keine Romanze geben. Wahrscheinlich eher mit Pamela und dem Pilot. Ja, und Amber entdeckt dann irgendwann, dass der David doch ein ganz toller Kerl ist und Heiratsmaterial und pipapo. Gut, auf jeden Fall geht's in der nächsten Folge weiter mit Level 17 und vorher noch der nächsten Prüfung. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss!